Ja, die Friseursprache ist ja auch nicht so einfach und oft nicht so einfach zu verstehen. Wir haben jetzt ein paar Worte mal aufgeschrieben, die du uns vielleicht übersetzen kannst und genau erklären kannst, was es überhaupt ist. Mhm. Und zwar einmal die Balayage. Die Balayage, eine moderne Freihandtechnik, die einen schönen Verlauf zeigt. Also das heißt, der Ansatz wird meist natürlich belassen oder in der Farbe eingefärbt, die das Naturhaar ist, die Naturhaarfarbe, und wird dann in den Spitzen immer heller. Das heißt, man kann auch verschiedene Farben ineinander verlaufen lassen, wenn es diese Freihandtechnik ist. Genau, mit der Freihandtechnik entstehen eigentlich, wenn man es nicht komplett separiert, unterschiedliche Haarfarben, was es deutlich natürlicher macht. Deswegen arbeiten wir überwiegend damit. Nimmt man da denn andere Haarfarben her, jetzt wie jetzt Foliensträhnen, oder ist es dieselbe Farbe? Das sind prinzipiell die normalen Haarfarben, die man auch für den Ansatz verwendet, oder eine Blondierung, die man auch früher für die Foliensträhnen, die man rausgewebt hat, verwendet hat. Das heißt, ich muss auch nicht so oft zum Friseur, weil der Ansatz auch nicht so schnell sichtbar ist. Genau, das ist ein Vorteil. Ne? Man kann es ein bisschen länger rauswachsen lassen. Die nächste Begrifflichkeit ist ein Trendcut namens Lob. Was ist das? Der Lob ist der sogenannte Long Bob. Hat ja so einen Werdegang, den man auch so ein bisschen als sehr klassisch und langweilig interpretieren kann. Hat aber einen Wahnsinnserfolg irgendwie die letzten 2 Jahre. Mein bestes Beispiel ist, ich arbeite mit Modelagenturen zusammen, dann beratschlagen wir, was wir machen. Und ich hatte eine wunderschöne Frau, die wahnsinnig lange Haare hatte, und die sollte nach New York, und man sollte irgendwie sich für die Modenschauen vorbereiten. Und dann hat man sich mit der New Yorker Agentur darauf geeinigt, okay, wir schneiden jetzt die Haare ab, um dem Ganzen ein neues Image zu geben. Und wir waren immer im Dialog, welche Länge. Es wurde ein Long Bob. Wow, von hier nach hier. Von hier nach ist hier. Aber auch mutig. Totaler Imagewechsel. Und sie hatte am nächsten Tag ein Casting bei Raf Simons für Calvin Klein. Wurde als First Face gebucht. Aufgrund ihrer Optik, aber auch aufgrund des neuen Looks. Und sie ist danach irgendwie 30 oder 35 Schauen gelaufen, von Gucci über Chanel, über alle High-End-Marken. Dank deines Lobs. Nicht meines Lobs, es war im Dialog, aber ich will nur sagen, was für eine Euphorie plötzlich in diesem Long Bob entstanden ist, der ja eigentlich so eine klassische, und also da hat er eine neue Definition, aber es war ein Bob oder ein Carré und hat jetzt wahnsinnig viel Erfolg. Und wahnsinnig viele Prominente tragen ihn, und Modelle tragen ihn es auch. Es ist ja dann kein Bob, was ganz kurz ist, sondern genau. Ist so eine gute Zwischenlösung. Nee, genau, man muss halt irgendwie für sich den Weg finden möchte. Wie gleicht man die Gesichtsform aus? Hat man sie ein bisschen länger? Hat man vielleicht ein runderes Gesicht? Ne? Also den Gesicht, Lob kann man auf jede Gesichtsform anpassen. Richtig, sozusagen. Den kann man auf jede Gesichtsform anpassen und kann damit irgendwie Gesichtsform ausgleichen und kann sich da individuell ausdrücken. Sehr gut. Und den letzten Begriff, Haircontouring. Was ist denn das? Man kennt Contouring natürlich vom Make-up her, aber was ist Haircontouring? Man setzt meist hellere Strähnen. Ganz leicht um das Gesicht, um die Haarfarbe, der eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Und die Haut wird einfach dann optisch ein bisschen schmeichelhafter.